Ah, da haben wir sicher nur wenn wir mal mit können. Mal schauen, der ist Level 11, natürlich die High Level. Kann man den mitnehmen? Dann nehmen wir ruhig einen Level 21er mit. Das kommt richtig gut, sage ich euch. Mitglieder setzen entfernte Details zurück. Jo, läuft. Ja. Passt. Er ist nur mehr alleine, wir haben drei. Zack, Bom, Bang. Jetzt wandern wir da durch wie eine Dampflok, Leute. Ach du Scheiße. Stufe 50. Uah. Aber wir haben viele Verbündete, sehe ich gerade. Die Festung wird jetzt fallen. Meine schwarze Sprache ist eingerostet. Eigentlich kenne ich kein einziges Wort, ist eine Scheißsprache. Aber wenn ich raten müsste, sagte er, ihr werdet alle sterben, qualvoll. Gefällt mir. Ich übernehme den Oberherrn. Konzentriert euch auf die Schildträger. Sehr konzentriert euch. So dann, aufs Maul jetzt, Leute. Angriff. So, was haben wir jetzt genau? Erober die Siegpunkte. Alles klar, alles klar, alles klar. Attacke alle. Ach, das Meier da. Kommen wir da rein oder sollen wir das Tor da irgendwie platt machen? Oh, oh, das ist meiner. Entschuldigung, Entschuldigung. Scheiße, ich wollte das Tor ficken. Ich meine, platt machen. So. Aber die sind schon drin, meine. Geht ja richtig gut. Wird erobert. Ja, das müssen wir jetzt erobern. Ah, das ist cool. Das ändert ja schon was an Conquest hier. Ja, dann sorgen wir dafür, dass ein paar zu meiner Seite noch gehören. So, die kriegen jetzt aufs Maul hier. Boom, Digga! Das sollen wir erobern, oder wie? Jawohl, meins. Das gehört uns. Dieses Park hat schickes Zeug. Ein Schwert aus. Ich könnte es als Zahnstocher gebrauchen. Das kannst du später machen. Zuerst nehmen wir die Festung ein. Ist es mit ihm da? Also, der ist betäubt, okay. Ja, wir müssen das zweite noch, aber das schaffen wir schon. Das ist richtig cool irgendwie. Aber wir haben gute Verbündete, ich habe den geschwächt, das ist so, ist nicht so schwierig, wir haben gute Vorarbeit geleistet sozusagen. Sie werden bald brechen. Schmeckt meinen Stahl. Da irgendwo ein oder was? Ihr werdet unsere Festung nicht. Ah, das da, ja, das nehmen wir mit. Warum denn nicht? Wenn es schon da ist, das habe ich vorher noch liegen gelassen sozusagen. So, das erobern wir jetzt schnell. So, wir haben's. Nimm es ein. Bam, Digga.
springe in den Wehrturm ein und... Und was? Festungen erobern ist spitze. Ja, das macht Spaß, ne? Sobald dir eine gehört, brauchst du einen neuen Oberherrn. Ich stehe zur Verfügung. Das war klar. Da will jemand was leiten. So, dringend dritten Oberherr gegenüber. Oh, Bossfight. Oder sowas ähnliches. Der Tod des Oberherrn ist eine Nachricht an den Rest der Region. Diese Nachricht kommt von mir. Oh, jetzt kann ich mit dem fighten hier. Aber das nehmen wir vorher noch mit hier. Das Zeug. So. Das wird jetzt was. Ja, Inventar. Schauen wir mal, ob wir was Besseres haben. Mit Sicherheit sogar. Oh, Level 20er. Da sind wir dabei. Dass ich den alten 5er da nicht zerstören kann, ist ein bisschen assig. Den brauche ich eigentlich nicht. Der ist besser wie der da? Echt jetzt? Ja gut, das sind die legendären, ne? Aber egal, die brauchen wir nicht. Ich behalte meinen. Legendär ist legendär, Leute. Nee, kommt nicht. Vielleicht nach oben? Achso, Steuerung, okay. Nicht gesehen. Diese Feste gehört nun dem hellen Herrscher! In diesem Ding versteht man ja kein Wort! Ich wusste doch, die Stimme kommt mir bekannt vor! Redback? Es gibt so viel zu erzählen, womit soll ich nur anfangen? Wie wär's mit deinem Tod? Was? Du meinst die Sache mit dem Hammer? Das hat nur ein bisschen gekitzelt. Wer einen Uruk töten will, muss ihm den Kopf abschlagen. Klappt wirklich jedes Mal. Naja, zumindest meistens. Was weiß ich, ich war mir da nie ganz sicher. Oh, ich bin ziemlich sicher, es klappt immer. Ich werd's dir demonstrieren. Bruce. Willkommen. Der Mensch ist ein Freund. Der Uruk, nicht wirklich. Pass auf, dass er nichts anstellt wie, naja, mich töten. Wie bist du hier gelandet? Ich wurde von diesen Sklaventreibern gefangen genommen. Naja, nicht nur Sklaventreiber, zwei Kannibalen, eine Kommand, feine Kerle. Sie fingen diesen Uruk. Oh, ihm ging es echt dreckig. Wir waren Zellengenossen, bis ich uns befreit habe. Der Uruk rennt raus, Arme fliegen durch die Luft und seitdem sind wir die besten Freunde. Muranam Kirinu Rachanuk. Oh, stimmt. Hätte ich fast vergessen. Ich wollte Ihnen von der Festung erzählen. Danke. Ist eine lange Geschichte. Waldläufer tötet Oberherrn. Festung gehört uns. Waldläufer? Oh, ja. Hab ihn nach dir benannt. Welche Ehre. Na, es war nett, mit euch zu plaudern. Doch der helle Herrscher und ich wollten euch nur sagen, dass die Festung jetzt uns gehört. Heller Herrscher! Tja, du kannst sie haben, heller Herrscher. Ich und Waldläufer sind durch mit dem Oberherrn-Ding. Die reinste Qual. Muss deine Gefolgsmänner immer füttern, muss deine Gefolgsmänner immer trainieren, aufpassen, dass sie dich nicht töten. Na, ist doch nichts als Ärger. Du musst dich nicht länger plagen, denn jetzt bin ich Oberherr. Nein, 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 nicht du. Alle, nur nicht du. Was immer du brauchst, Waldläufer, ich und Waldläufer sind für dich da. Moment, Waldläufer, etwas verwirrend. Aber eins ist sicher, Bruce wird nicht der Oberherr. Supakin. Für die zwei arbeite ich auf keinen Fall, so viel steht fest. Das ist eine Liebe auf den ersten Blick. Wir können gerade auch keine Schwachköpfe gebrauchen. Ignoriere diese brabbelnden Narren. Sie könnten uns nützen, doch wir müssen unseren Oberherrn mit Bedacht auswählen. Wie
ganz deiner Meinung. Aber ich bin ein mächtiger, gewiefter... Was? Freund dieses Urlaubs. Ich glaube, jetzt müssen wir uns entscheiden. Wir kämpften und litten. Und doch leben wir. Es gibt eine neue Macht in Mordor. Euch! In den kommenden Tagen schlagen wir weitere Schlachten, erobern andere Festungen. Aber ab heute gehört Mordor euch. Mordor gehört dem hellen Herrscher! Wir haben ein Gebiet. So, zum Oberherrn befördern. Ja, das ist jetzt eine Sache. Warte mal. Wir könnten schon... Ne, Bruce kann man nicht. Kann ich ja gar nicht. Ja, dann nehmen wir den Dicken da. Je dicker die sind, desto mehr... Oh, der hat viele Feinde hier. Das ist nicht so der Hit. Er hat viele Feinde. Oder ich nehme den, der was am weitesten fortgeschritten ist. Das ist halt er hier, ne? Oder den Dicken. Nehmen wir einen Dicken, Leute. Ah, kannst du machen. Ur-Udin, der Verdächtige. Befördern. Jetzt haben wir in Mordor Fuß gefasst. Wir sollten unsere Abwehr stärken, bevor Sauron sich zurückholt, was er verloren hat. Es gilt noch viel. Okay, da ist gleich eine Hauptmission daneben. Ja, hier hätten wir noch ein bisschen was, das werden wir auch noch machen. Aber ich sag mal so, why not, machen wir die Hauptmission da. Zu erobern. Und den Palantir in Minas Morgul. Wir müssen unsere nächsten Schritte mit Bedacht wählen. Das erscheint mir einfach nicht richtig. Wieso sollte ich das, was ich getötet habe, nicht essen dürfen? Du machst es schon wieder. Du denkst nur mit dem Bauch. Eroberung. Ja, wir müssen Ritter machen, so auf die Art. Eine Sache hätte ich fast vergessen, dir zu sagen. Du hast jetzt meine Festung, aber irgendwann wird die angegriffen. Aber wem sage ich das? Du hast sie ja selbst schon mal angegriffen. Hast du übrigens gut gemacht. Aber die Defensive ist nicht deine einzige Option. Du hast Späher, die feindliche Festungen ausspionieren können, um deine eigenen Angriffe vorzubereiten. Wie sagt man so schön? Angriff ist die beste Verteidigung. Und sorg dich nicht, wenn dir mal die Orks ausgehen. Solltest du neue Rekruten brauchen, rede einfach mit diesem Trottel namens Kopfjäger. Er besorgt dir welche. Oh, Schreck! Ich habe Waldläufer gar nicht gefüttert, bevor ich ging. Der wird übel drauf sein, ich muss sofort zurück. Ich komme, Waldläufer! Online-Eroberung. Kannst du Festungen anderer Spieler angreifen? Ja, das brauchen wir ja nicht, weil wir machen ja die Hauptstory hier und nicht irgendwelche Online-Eroberungen. So, Ausrüstung. Fähigkeiten, schauen wir mal Fähigkeiten. Achso, das ist nicht. Haben wir da irgendwas? Nö. Ja, das ist das. Okay, alles klar. Das ist jetzt jedenfalls unsere Festung und das finde ich geil. Wie ich das da einsammeln soll, das weiß ich nicht. Da muss ich doch irgendwo hinkommen. Das gibt. Dann schauen wir mal, wo ist denn das? Da, versuchen wir jetzt. Irgendwie zu kriegen, das Zeug. Bleibt nicht stehen! Immer weiter! In jedem Fall seid ihr auf meiner Seite, wenigstens jetzt. Müsst ihr da irgendwie durch, aber da komme ich nicht durch. Kann man da. Ah, jetzt kenne ich. Okay, das müsste meine Festung sein, dann geht's.
So, und jetzt da irgendwie runter. Wow, 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 wow. Boah, das war knapp. Geh runter. So, da ist es. Jawohl, Leute. Haben wir. So, das haben wir auch geklärt. Was haben wir hier? Online-Eroberung, das braucht man nicht. Wie gesagt, wir machen ja die Hauptstory. Übungsgelände, es gibt keinen besseren Platz für uns. Blablabla. Ja, da gehen wir mal hin. Schauen wir sich mal an. Wollen die ruhig üben, meine Ich Orks? Denke, es wird Zeit, dass wir diesen zweiköpfigen Oberherrn treffen. Er wird nicht lange Oberherr sein. So, das ist diese Arena hier. So, machen wir den Auftrag. Irgendwas mit Übungsgelände. Schauen wir mal. Ah, die Kampfgruben. Weißt du, hier werden nicht nur Ohrköpfe abgeschlagen, obwohl ich das wirklich gar nicht genug empfehlen kann. Nein, in den Kampfgruben stellst du auch deine Gefolgsleute auf die Probe und beobachtest, was sie mit anderen Typen anstellen. Hier gibt's ständig starke Orks zum Kämpfen und wenn deiner überlebt, macht ihn die Erfahrung noch stärker. Wenn er abkratzt, ja, dann hat der andere einfach mehr drauf, also wäre das ein potenzieller neuer Rekrut. Und egal wie der Kampf ausgeht, deine Jungs werden das Blutbad lieben. Nichts verleiht mehr Kampfgeist als ein paar Gefallene. Närrische Verräter! Ja, da kann man zuschauen irgendwie. Beeinflussen kann ich es ja nicht anscheinend. So, der hat den. Müsste ja aufsteigen, ne? Irgendwie geht das, ne? Und? Hat es nicht Spaß gemacht? Grog getrunken, laut gelacht, Blut vergossen und Grog getrunken. Die Kampfgrube ist unvergleichlich. Da krieg ich dann was dafür, oder was? Geil. Kampfgruben, jetzt hat das Gebiet geherrscht, kannst du deine Gefolgsleute in den Kampfgruben schicken. Die überlegenen Gefolgsleute höheren ihre Stufe, aber denk dran, dass der Level eines Gefolgsmanns niemals höher sein kann als dein eigenes. Okay. Boah, weiß nicht, welchen Level ich jetzt habe, muss ich gucken. Um einen Gefolgsmann in den Kampf mit einem feindlichen Ork zu schicken, begib dich zum Startpunkt des Kampfgrubens. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.